Es freut mich sehr, euch trotz dieses Abstimmungssonntags so zahlreich hier anwesend zum Jugendhack 2023 in der Bitwäscherei in Zürich begrüßen zu können. Herzlich willkommen möchte ich auch diejenigen zu Hause heißen, die unseren Stream mitverfolgen. Mein Name ist Salvi, ich arbeite bei der Digitalen Gesellschaft. Das ist ein gemeinnütziger Verein in der Schweiz mit mittlerweile mehr als 1000 Mitgliedern, die sich aktiv für Menschen, Bürgerinnen und Konsumentenrechte im digitalen Bereich einsetzen. Jugendhackt ist ein Anlass, zu dem sich junge Menschen zwischen 12 und 18 Jahren über ein verlängertes Wochenende treffen, um gemeinsam Ideen umzusetzen, um die Welt mit Codes zu verbessern. Die letzten zwei Tage haben die Teilnehmenden zusammen mit etwas älteren Jahrgängen wie mich an verschiedenen Projekten wie wild gearbeitet, die sie nun präsentieren werden. Ich versuche euch durch den Nachmittag zu führen. Ihr werdet merken, sie brauchen keinen Zettel. Sie können das besser als ich. Es wird ein spannender Nachmittag, bei dem ihr staunen werdet, wie viel ihr von unseren Teilnehmenden lernen könnt. Und damit fangen wir schon mal an und wechseln auf Englisch. The first project I'm proud to present you is at least as political as the election day in Switzerland nowadays. Focusing on eco-political issues, Forest Keeper will be presented by Jan, Kudo and Thomas. Well, this is our project, The Forest Keeper. It is a 3D first-person game that is circled around the idea of cleaning up the forest. And, yeah. I'm Thomas, and I did most of the coding in the game and some 3D models. I'm Jan, and I did the 3D modeling, some of it, and I gave suggestions to Thomas. I'm Chula, and I did almost all concept designs and 2D arts and textures. Yeah. That's me. Ah, so the aim of the project was to make people aware of the pollution and the connection between actions and ecosystem, and well, have fun. What next one? Our goals were to create a forest and a first-person controller with hands, so we could collect stuff using the collection system, and we implemented a no jumping over the edge rule, where the player can get out of the bounds. We were planning to add game overs, like if the forest burns down or it gets sick and the trees can't be healed, they have to be chopped down. And there's trash around, and if there's no trees, you die. If we have enough time, we could code that the trash can grow and accumulate, and the disease start to spread around to nearby trees, and most important, multiplayer with friends. The tools we used are the game engine, Godot, an open source game engine that a lot of
game developers use. Krita, for all the art, the textures, it's just a 2D painting app. And then we used Blender for all the 3D models. Yeah. So the challenge faced were very difficult, exactly procrastination, time crunch, and lack of skills. But we managed to do something, no matter what. What's next? Oh, models. These are some of my 3D models, like a can or a trash bag. I know that they don't really look that good, but have you ever modeled a trash bag? Oh, this is our mascot. Unfortunately, it is not in the game directly, but that's Le Fuchs. It is in the forest. And by idea, it should have explained the controls and all this stuff. But now we just—you can get a sticker. Come to me after presentation for some stickers. What else? Oh yeah, this was the section of all the concept art. So, this was the how Jan explained ending with the healthy forest if you keep it well alive. When you don't care about the forest and there is too much trash, it gets sick and dies. This is fire. You can burn down the forest if you want to, but I would not recommend. And if you're a monster, then you can chop the trees down, but it will die. And that's how it dies. It's dead. That's all I will say. Well, this is the terrain of the map of the game, the whole map. I wanted to make a valley with like a little hill and a little pond. This is before I textured the whole thing, more at the beginning when I made the map. And this is afterwards in the game engine where it had the old texture. Now we have new textures, but didn't make pictures of that. And yeah, I also started implementing rigid body detection. I mean, you can't really see it here, but there's like a can and a huge bottle. But yeah, and this is the console of the game engine. And well, when you click the button E in front of an object, it recognizes that and just writes it in the terminal. Yeah, thank you for listening. Yeah. I also thought it's fun, but for me it was really hard to concentrate if there's so many people around, because I normally never like work if I'm on an event or anything. Yeah.
I'm really impressed on what you got in this little bit of time. Thank you very much. Thank you for your engagement, Jan, Judo and Thomas. A big applause to our artists. Let's talk about Jugendhackt. While the next group is preparing its presentation. Meanwhile, Jugendhackt is 10 years old. It started 2013 in Berlin and increased fast. You see it on the map. First in Germany and then also in Austria and of course also in Switzerland. In principle, Jugendhackt are hackathons, events in many cities, nowadays supplemented by regional labs, an online community and international exchange programs. We understand technology as a means to social change. We encourage young people to use technology responsibility in order to find solutions for social, political issues, as you saw just before. Jugendhackt is run by Mediale Pfade and Open Knowledge Foundation, our parents in these experiences. So I'd like to thank Nils and Nina for the great support. A big applause for them. Maybe you show yourself. Wir wechseln wieder ins Deutsche. Jugendhackt und die Schweiz. Es ist nicht das erste Jugendhackt, das hierzulande stattfindet. Begonnen hat die Erfahrung auch in Zürich 2017. Es ging ein Jahr später weiter in Schaffhausen, wo 2019 das dritte Schweizer Jugendhackt stattfand. Dann kam Covid und damit war ein solcher Anlass gar nicht mehr möglich. So schlief das Ganze ein. Bei der digitalen Gesellschaft gibt es eine Fachgruppe NextGen, in der Menschen zwischen 12 und 18 Jahren aktiv dabei sind. Letztes Jahr kam dort das Bedürfnis auf, die Schweizer Tradition aufzunehmen, die abgebrochen war, was wir sehr gerne taten. Und so kam es, nach etlichen Vorbereitungsfragen und Zweifelrunden zum diesjährigen Anlass in der Witwäscherei in Zürich, wo wir uns nun befinden. Aber ich sehe, dass die nächste Gruppe schon bereit ist. Noch nicht ganz. Dann mache ich hier weiter. Okay, dann zeige ich euch danach den Rest weiter. Müsst ihr ein bisschen einen Moment warten. Wir sind schon gespannt auf die nächste Präsentation. Das Projekt heißt LED Shield. Es wird vorgestellt werden von Noah, Tibor und Lorenzo. Ihr seht, sie sind jetzt gerade das Ganze noch live am Aufbauen. Hier wird es jetzt nämlich reell. Digitales und Realität passt sehr gut zusammen und sie haben das vorbereitet für uns. Gestern war das noch gar nicht klar, ob das wirklich klappen würde von der Hardware her, aber sie werden uns sicher
etwas davon, mehr davon erzählen, wie es bei Ihnen gegangen ist. Seid ihr bereit? In dem Fall Bühne frei für Noah, Tibor und Lorenzo. Hallo, ich bin Noah und ich habe bei dem LED-Schildprojekt das 3D-Modelling übernommen und das 3D-Drucken. Hallo, ich bin Tibor, ich habe das Coding und das Löten übernommen. Hallo, ich bin der Lorenzo, ich bin hier wegen meinem Freund Tibor. Unsere Idee, LED-Schild, das Animationen anzeigen kann, das vielleicht mit Musik interagieren kann. Planung, wir brauchten LEDs, Mikrocontroller, und das, die Codingsprache. Code, Gehäuse. Also wir haben das umgesetzt in 4 Schritten. Also wir haben gecodet, 3D modelliert, 3D gedruckt und am Schluss noch alles zusammengelötet. Wir mussten eine Library installieren, um ein Bild mit den LEDs zu machen. Das Bild ist Mario, aber es hat nicht ganz geklappt. Wir sind noch dran, aber wir sind bald fertig. Ja. 3D-Modeling, also wir müssen ein 3D-Modell erstellen von dem Gehäuse, das man hier sehen kann. Wir zeigen es am Schluss noch genauer. Zuerst war es zu groß für den 3D-Drucker, also mussten wir es kleiner machen. Dann wurde es zu lange, also es hat 3 Tage gebraucht zum Drucken. Dann mussten wir es nochmal dünner machen und leichter. Und am Schluss mussten wir auch noch den 3D-Drucker schneller machen. Also sehr viele Veränderungen wegen der Zeit und auch wegen der technischen Sachen. Ja, wie schon gesagt, beim 3D-Drucken war es so, dass ein paar Probleme gegeben hat mit der Größe und auch es wurde nicht so schön gedruckt. Also es hat sehr viele Unreinheiten, aber das kommt mit der Zeit. Also löten. Wir brauchten viel Geduld, um alles zu löten, weil es war sehr heiß, ja. Also ich habe ihm dann auch geholfen, weil es so viele LED-Verbindungen gab, haben wir dann parallel gearbeitet. Also hier hat es auf beiden Seiten, habe ich eine Seite gemacht und er eine Seite. Und das hat sicher 2 bis 3 Stunden gedauert. Und uns ist am Schluss noch ein Kondensator abgerissen und es gab Kondensationsstörungen. Das war unsere Präsentation. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt zeigen wir nochmal, was wir so von der Hardware gemacht haben. Also das ist die Milchglas-Vorderseite, dass man die LEDs schöner durchsieht. Es ist so, das ist das 3D-Modell, du musst mir da zeigen. Das hatten wir designt, es ist ein bisschen unrein, wie man sehen kann, weil es so schnell gedruckt hat. Und hier die Plattform, wir mussten halt, das war halt nicht direkt fertig, darum mussten wir erstmal etwas machen, wo wir es drauf tun können. Es ist nicht so genau, wie man sieht. Auch mit Klebeband gemacht. Und jetzt ist gerade das abgerissen. Man muss es wieder löten, darum geht es nicht.
Aber das funktioniert nicht. Ja. Danke fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank, Noah, Tibor und Lorenzo. Unglaublich, was alles hinter so ein paar Lichter steht. Ich habe gedacht, als ihr die Idee gehabt habt, ja, wird ein bisschen so lockere Sache sein und so. Und dann habe ich gesehen, wie ihr dann euch in das Ganze reingegeben habt, immer wieder gesehen und so weiter. Und habe gestaunt eigentlich, was hinter einer solchen einfachen Licht an Technik alles zusammenkommt. Könnt ihr vielleicht ein bisschen erzählen, was war euer schlimmster Moment während des Aufbaus? Also, als wir bemerkt haben, der Druck ist einfach zu langsam, also wir können es nicht fertig machen. Weil der 3D-Drucker verrückt gespielt hat, also wir mussten auch da noch was am Code ändern. Also unsere Mentoren haben uns dabei geholfen. Ja, wo das Lötteil abgerissen ist, das war sehr nervig. Nachher mussten wir alles noch machen. Ja, fertig. Und was war der schönste Moment? Wenn wir Pausen hatten. wo es funktioniert hat, wo es plötzlich ging, ja. Ja, bei mir auch, als es das erste Mal geleuchtet hat und auch so Regenbogenfarben sind durchgegangen, das erste Mal programmieren. Und das habe ich schon gefreut und habe ich Motivation und Hoffnung entwickelt, dass es funktioniert. Also ihr lötet das sicher wieder fertig und dann werden wir das sicher einmal hier noch einmal schauen. Danke euch sehr für euer Engagement. Das ist euer Applaus. Relativ viele Computer jetzt online geschaltet, darum geht alles ein bisschen langsamer. Aber auch das schaffen wir. Ihr seht, wir kämpfen mit den gleichen Problemen wie unsere Teilnehmenden. Aber auch wir werden das irgendwie hinkriegen. Unser Teil ist auf alle Fälle nicht so interessant wie Ihr Teil, finde ich zumindest. Jugend hackt, da steckt auch eine ganze Menge Geld drin. Die Kosten belaufen sich im mittleren fünfstelligen Bereich, obwohl praktisch alle hier umsonst gearbeitet haben. Hardware, Vorbereitungskosten, Fahrten, Übernachtungen, Verpflegungen, ganz wichtig, Kegifritz, Raummieten und weitere Dienstleistungen von überall waren die wichtigsten Faktoren. Allein hätten wir das alles kaum bezahlen können. Wir konnten aber ganz gut auf einige Stiftungen und Organisationen zurückgreifen, die uns finanziell unterstützen. Da ist einmal die Hasler Stiftung. Das ist die Stiftung Perspektiven von Swiss Life. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich. Und eine weitere Schweizer Stiftung, die nicht namentlich genannt werden will. Diesen vier danken wir ganz besonders. Nein. Bleiben wir noch ein bisschen bei den Zahlen. Mitgemacht haben bei uns dieses Wochenende 17
Teilnehmer und Teilnehmerinnen, 18 ehrenamtliche Mentoren und Mentorinnen, auch Leute im Orga-Team. Es gab hier nebenbei, während des Tüftelns, 7 Lightning Talks, wo die Leute, einfach die interessiert waren, sich vertiefen konnten in einzelnen Gebieten, die entscheidend waren, auch für ihre Arbeit hier. Es wurden 40 Flaschen Mate getrunken, auch ganz wichtig wie die Kegifritz. Und es sind 5 Projekte entstanden, wovon eines leider hier heute nicht präsentiert werden kann, weil die Teilnehmenden sich nicht wohlfühlten und einer der Teilnehmer gar nicht mehr bei uns ist. Ich weiß, dass er uns anschaut, darum begrüße ich jetzt herzlich von hier aus den Elia und möchte euch bitten, ihm und Robin zu danken für ihre Teilnahme und ihr Engagement. Wir kommen zur nächsten Präsentation und ich bitte Claudia und Max auf die Bühne zu kommen. Sie präsentieren uns ihr Projekt namens Spirits. Darf ich euch das Mikrofon übergeben? Ja, also ich und mein Bruder haben ein Spiel designt und programmiert. Er hatte das Konzept eigentlich erfunden. Ich habe dann ein bisschen geholfen mit den Ideen und so. Und ja, das heißt Spirits. Das Spiel, die Idee war, dass es ein 2D-Spiel ist mit so einem Labyrinth. Und darin sind gute und böse Geister verteilt. Die Gute sollen dir etwas auf den Weg geben und die Bösen muss man einfangen und zum Portal in der Mitte bringen. Das war unser Brainstorming-Blatt. Da haben wir schon eine Karte gemacht und ein bisschen Ideen gesammelt. Was wir alles geplant hatten, waren Charaktere und Hauptcharaktere, eine Map und eine Minimap, Effekte, Quests und Aufgaben, Story, Physik und Gravitation, Musik. Da haben wir noch ein paar Screenshots. Da ist eins vom Level Design. Da ein bisschen vom Godot. Da ein bisschen vom Gameplay. Und ja, das ist auch Gameplay, einfach ein anderer Screen. Also das ist, was dann auftaucht, wenn man mit einem bösen Geist wenn man einen bösen Geist antrifft, dann muss man auf, also so klicken, damit so gut wie möglich auf 20% bleibt. Und da muss man aber auch das Geist dodgen, weil es kommt immer wieder von der Seite her und.
Und jetzt gebe ich euch eine kleine Demonstration, wie das Spiel funktioniert. Ja, da sind. Ja, und jetzt muss man eben klicken, damit es so nahe wie möglich zu 20% geht. Und dann, man muss aufpassen, dass das nicht passiert. Weil sonst geht's, bekommt man 10% weniger. Und ja, eben wie ihr seht, wenn ich einfach nichts mache, geht's runter und da passiert auch nichts. Aber ja, das Ziel ist, das dann zu 100% zu bringen und dann hätte man dann eben es eingefangen, das Nin Spirit. Danke fürs Zuhören und adios. Könnt ihr einen Moment hier bleiben, während Sie die Technik abbauen? Ihr seid Geschwister. Ich nehme an, ihr tüftelt auch schon zu Hause oder ihr werdet es in nächster Zeit noch weitermachen oder ist es für euch aus? Also er macht es wahrscheinlich weiter. Er programmiert sehr gerne. Das war mein erstes Mal, so etwas wirklich zu machen. Also. Und es hat dir auch Spaß gemacht? Ihr könnt schon noch ein bisschen nach vorne kommen. Dann sehen sie euch auch beim Stream. Also für mich war es sehr schwierig. Ich hatte viele Probleme damit. Aber er konnte mir dann auch damit helfen und so. I don't know. Willst du weitermachen? Ja. Ich will das Spiel zu Ende bringen und ja. Vielleicht es auch ein bisschen modifieren und vielleicht auch eine 3D-Version machen. Und ja. Ja. Also bin ich ganz schön gespannt. Eine spielerische Annäherung an die reale Welt. Ein Labyrinth, bei dem wir nicht immer wissen, ob die Charaktere, die wir im Leben begegnen, Gutes oder Böses mit sich bringen. Ich habe es vorhin erwähnt, in Jürgen Hecht, Gutes oder Böses mit sich bringen. Ich denke, das hat noch Potenzial, um eine weitere Entwicklung zu bekommen und wir würden uns freuen, wenn ihr das uns einmal in 3D vorstellen könnt. Vielen herzlichen Dank. Noch einmal Applaus an unsere zwei 2D-Künstler. Ich habe es vorhin erwähnt, in JugendHackt steckt auch jede Menge Ehrenamt. Hunderte von freiwilligen Mentoren und Mentorinnen im gesamten deutschsprachigen Raum engagieren sich dafür, Wochenende für Wochenende praktisch. Auch unser Anlass wäre nie ohne euch möglich gewesen. Ihr seht hier die Liste. Jami, Patrick, Toni, Salome, Chris, Laura, die schon gegangen ist, Uli, Stefan, Dario, Happy Shell, Lorenz, Eli, Benny, Lin, Nils, Nina, Stefan, Tania, Adi, Topf, der auch schon gegangen ist, Nüssor, ich selber, Ale,
Katrin, Thomas, Martina, Kire, Barbara, Ali, Mark, Maya, Manuel, Orkontuja. Euch allen vielen Dank, dass ihr uns unterstützt habt. Steht doch ein bisschen auf und genießt den Applaus, den ihr euch alle verdient habt. Wir kommen schon zur letzten Vorbereitung. Wir kommen schon zur nächsten Vorstellung. Und das ist auch die letzte Vorstellung dieser Ausgabe. Hier wird es ein bisschen eng. Wir haben 6 Teilnehmenden, die das Ganze vorbereitet haben. Also nochmals eine ganze Liste, aber nicht mehr so lang wie vorher. Eventuell wurde erfunden und umgesetzt von Dorothea, Luis, Jona, Benedikt, Konrad, Leonie und Emmy. Ihr habt das Sagen. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen zu unserem tollen Eventkatalog. Und zwar Eventfully. Jetzt kommen wir einmal zur Fragestellung, das Problem, was wir mit dieser Software bekämpfen wollten. Und zwar, wie komme ich an für mich relevanten Veranstaltungen in meinem Wohnort? Das bedeutet, vielleicht suche ich irgendwie nach einem Event, wo ich mich mit Leuten vernetzen kann. Vielleicht ein Event, wo ich neue Hobbys finden kann. Oder vielleicht, oder auch hier das Event Jugendhex, wo man natürlich auch sich mit anderen vernetzen kann und programmieren lernen kann. Die Idee, Bildungsveranstaltungen an einem Ort zu sammeln und nicht auf 10.000 Websites im deutschsprachigen Raum, wo man die Hälfte nicht mitkriegt, weil man nicht weiß, dass sie existieren. Und Filter für die Persönlichkeit, zum Beispiel wenn du nicht gerade an einem Finanzen-Kongress interessiert bist und lieber Fußball magst, dann gib den Filtersport ein und du bist bei den richtigen Veranstaltungen. Und wir haben das ganze Projekt schon in Köln gemacht, nur jetzt halt noch mit anderen Sachen integriert und noch andere Techniken verwendet. Und halt Preis, Zeit und Termin ist halt auch wichtig, weil es bringt dir nichts, wenn du eine halbe Woche später antanzt. Also es gab natürlich auch Probleme bei der Entwicklung, also zum einen natürlich Open Data, also die Daten von den Events zu bekommen, weil es gibt eigentlich keine wirkliche Webseite im Internet, wo drin steht, ja, diese Events gibt es dort und dort und man muss so und so viel Eintritt zahlen, also da muss man die Daten relativ mühselig aus dem Internet herauskratzen. Natürlich, weil das unter anderem eben auch so schwer war, mussten wir auf KI setzen, um die richtig einordnen zu können. Aber KI, wie man vielleicht schon kennt, ist nicht sehr zuverlässig immer. Die macht, erlaubt sich gerne mal ein paar Fehltritte. Und das war halt auch das Problem. Und dabei halt auch das Webscraping, was ich gerade eben erwähnt habe, weil halt Webseiten das meistens nicht so gerne haben, wenn man da die Daten rauszieht. Und wir haben verwendete Technologien. Wir haben zum Frontend HTML und CSS benutzt und fürs Backend Python SQLite benutzt. Und wir haben KI für die Kategorisierung der Einträge und Newsletter-Scrapping benutzt. Und fürs Open Data haben wir nur Open Data API von Köln und Zürich. Und wir haben 50,9% Python benutzt, 35,6% HTML benutzt, 7,0% CSS benutzt und 6,5% JavaScript benutzt. Ich habe auf Pixel die Designziele gemacht fürs Logo und ich habe es mit JavaScript so programmiert, dass
die Schildkröte auf den Website laufen kann. Jetzt haben wir noch einen Teilnehmer, die jetzt schon leider gehen musste, aber sie hat ein Video aufgenommen für uns und wird das jetzt vorstellen. Damit das so funktioniert, dass man sich das direkt mit den Filtern personalisieren kann, müssen wir natürlich die verschiedenen Veranstaltungen auch erstmal in verschiedene Kategorien aufteilen. Und dafür haben wir zwei Methoden. Zum einen, dass wir es direkt über Crowdsourcing machen. Das heißt, dass User selber Events eintragen können und dann zusätzlich zu dem Veranstaltungsort, Datum, Zeit, also solche Daten, auch gleich die Kategorie mit angeben und es dann unter der Kategorie auf der Website gelistet ist. Die andere Methode wäre, dass wir eine KI benutzen und die KI analysiert dann Texte und aus diesen Texten holt sie zum einen diese ganzen Daten raus, wie Veranstaltungsdatum, Zeit und so weiter und zum anderen aber auch, dass sie es selber zuordnet, in welche Kategorie sie es stecken würde. Und dann kann man das auch so direkt personalisieren. Und woher wir diese Texte kriegen für die KI, erklärt euch jetzt Konrad. Ja gut, also jetzt zu den Texten hatte ich auch schon angedeutet, wir haben da eigentlich hauptsächlich Web-Scraping verwendet. Das ist, dass man einfach Webseiten im Internet sich aussucht. Da haben wir zum Beispiel jetzt eine sehr schöne zu Zürich unter anderem gefunden, wo verschiedene Events gelistet sind und dann geht man da sozusagen automatisiert durch und schreibt sich diese bestimmten Eigenschaften da auf in den Datenbank. Das kommen wir auch später. Was wir auch vorher probiert haben, war, dass wir die Daten aus E-Mail-Newslettern bekommen. Allerdings ist das Problem bei E-Mail-Newslettern, die kriegt man nicht dauerhaft. Also wir hätten es eigentlich schon ein bisschen vorher bei diesen registrieren müssen, um halt E-Mails zu bekommen, die wir dann analysieren können. Wir hatten jetzt leider keine, aber wenn wir E-Mails kriegen, würde es funktionieren. Und die ganzen Events müssen noch gespeichert werden. Und das passiert mit einer Datenbank im Hintergrund, in die alle Events eingetragen werden. Und da gibt es zum Beispiel so bestimmte Eigenschaften, die ein Event hat, zum Beispiel ein Titel, ein Link zu der Webseite, ein Preis, Tags, also Interessensgebiete, Startdatum, Enddaten und auch ein Alter und auch Accessibility, also wie, sagen wir mal, rollstuhltauglich oder bei verschiedenen, wo das ist. Und dann natürlich auch, wo das ist, in welcher Stadt und an welcher Adresse. Jetzt wollten wir, das ist jetzt schon das zweite Mal, wo wir daran arbeiten. Und jetzt haben wir überlegt, was können wir noch dazu machen, also als Erweiterung. Erstmal wollten wir noch die ganzen Veranstaltungsorte auf einer Karte veranschaulich zeigen. Dann wollten wir vielleicht noch nach dem Veranstaltungsformat sortieren und natürlich immer noch mehr Daten reinschmeißen. So, kommen wir nun zu der Live-Demo, für die wir einmal den Laptop wechseln. So, also, auf der Website könnt ihr erstmal oben schön eine Schildkröte sehen. Das ist die Animation von Emmy. Außerdem haben wir das Logo, ein Faultier. Oben steht auch nochmal unser Text, Search Event. Dann haben wir einmal noch eine Suchleiste, in der wir auch nach Veranstaltungen suchen können. So, nehmen wir zum Beispiel mal Minigolfen und suchen einfach mal nach Minigolf. Dann sehen wir, dass wir eine Minigolf-Veranstaltung haben. Die ist hier in Zürich direkt. Und sie ist in der Kategorie Sport und wir können auch direkt die Link sehen für die Veranstaltung. So, dann hätten wir außerdem... Was haben wir noch? Ja, wir haben noch so ein paar Unterseiten, wie zum Beispiel die Filtereinstellung, wo man dann die Kategorie auswählen kann, den Ort, wo man was haben möchte und dann die Distanz einstellen kann. So, dann hätten wir auch noch für Crowdsurfing eine extra Webseite, wo man einfach selbst Events hinzufügen kann, wenn man welche hat, wovon wir noch nichts wissen. Ja, und natürlich haben wir noch ein paar Events in unserer Datenbank drin, die einfach angezeigt werden, wenn man jetzt keine Filter oder so aktiviert.
Na, da sollten Screenshots eigentlich hin, so. Danke fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank. Ein eingespieltes Team, das später nach Schlafen gegangen ist als ich. Voll am Coden, unglaublich. Und ihr sagt es ja selber, es wird weitergehen. Und zwar wann und wo? Wisst ihr das schon? Also wir haben uns schon nach dem Köln-Event vor circa einem Monat schon jede Woche ungefähr einmal getroffen. Und das war jeden Sonntagabend online in einer Videokonferenz. Dort haben wir besprochen, was wir vielleicht das nächste Mal machen möchten und haben uns sozusagen auch über das jetzige Event abgesprochen. Und wir wollen dies in der Zukunft auch weiterführen und auch online dann vielleicht jede Woche dann einmal dran weiterarbeiten. Emmy, du bist neu dazu zu dieser Gruppe gekommen und das gleich das Logo entworfen. Willst du auch noch ein bisschen mitmachen? Ja, ich glaube, ich komme jede Woche vielleicht dazu, wenn sie mir vielleicht schreiben. Ja, wir fügen dich in die... Sehr schön, dann danke ich euch und freue mich auf die Weiterentwicklung des Ganzen. Ein Team, das voll eingespielt ist und sehr gut zeigt, was Parteien, die heute gewählt werden wollen, eigentlich lernen können, die von sich behaupten seit 2 Monaten, dass sie die Zukunft seien. Sie sind die Zukunft. Auch darüber haben wir ja miteinander gesprochen. Auch zur Förderung haben wir darüber gesprochen und ich glaube, auch da findet ihr eine Lösung. Ja, wie geht es weiter? Das beschäftigt natürlich auch uns. Schon nächstes Wochenende finden 2 Jugendhacks statt und zwar in 2 verschiedenen Ländern, in Österreich und Deutschland. In Linz vom 27. bis 29. November und ist alles schon besetzt, aber in Hamburg vom 27. bis 29. November ist eine Anmeldung also noch möglich. Dann geht es 2 Wochen und es gibt schon wieder 2 Jugendhacks. Eins ist in Rhein-Neckar, auch das schon voll besetzt, vom 17. bis 19. November. Und an den gleichen Tagen in Halle, da ist die Anmeldung noch offen bis zum 10. November, also eine Woche davor. Auch online könnt ihr weiter zuschauen und mit die Zukunft beobachten. Alle Projekte, die bis jetzt gemacht worden sind und die weiteren werden sicher auch draufgeladen, die findet ihr auf jugendhackt.org/projekte. Und das Video dieser Präsentationen sowie ganz viele Videos von früheren Präsentationen. Sie ist zu finden unter media.ccc.de. Das ist die Videoplattform des Chaos Computer Clubs in Deutschland, wo auch wir von der digitalen Gesellschaft unsere Präsentationen und Vorstellungen zeigen können. Auf Social Media findet ihr uns unter Jugendhackt. Und ganz spezifisch die Schweizer Anlässe unter dem Hashtag JHCH23. Jugendhackt ist, wie auch wir auf Twitter, Instagram, Jugendhackt ist noch zusätzlich auf Facebook, YouTube und Chaos Social. Die digitale Gesellschaft auf Mastodon, neuerdings auf Blue Sky. Und auf LinkedIn.
Hier geht es ganz konkret gleich weiter mit einem Aperitif. Doch davor müssen wir etwas nachholen, was wir unbedingt machen wollen und es heute Morgen vor lauter Coden und Präsentationen vorbereiten nicht geschafft haben. Wir wollen ein Gruppenfoto machen. Das heißt, alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen und alle Mentoren und Mentorinnen verschwinden jetzt von hier und gehen gemeinsam ganz nach unten vor der Tür und machen zusammen ein Foto. Wir gehen dann zusammen dann zu dem Ort, wo wir das Foto machen. Ja, ich bin jetzt gerade fertig. Für die Eltern und Verwandten und Bekannten gibt es schon ein Aperitif. Ihr könnt euch ein bisschen kennenlernen. Und für die Leute im Stream ist es jetzt fertig, aber eben auch nicht fertig, weil es weitergehen wird. Ich bedanke mich bei allen für die Aufmerksamkeit und insbesondere für die Eltern und Familien und Bekannten, weil mir ist bewusst, dass sie vor und nach diesem Anlass im Alltag auch ganz viel Unterstützung für unsere Leute haben. Ihr könnt euch selbst applaudieren jetzt.